Hallo und herzlich willkommen hier bei Starpoint Gemini 2. Letztes Mal haben wir erfolgreich unser Schiff hier getestet, die Hydra. Und das wollen wir diesmal weitermachen. Mit einigen Fightern und so. In den Kampf jetzt hier wohl noch nicht, denn ich habe hier gerade erst abgedockt und dieses kleine Vieh hier am Raumschiff hat gewagt, uns anzugreifen, während wir hier noch am Aufnahmeeinstellungen machen waren. Der wird möglichst leiden. Oder warte mal, der hat 38 Crew, den können wir docken lassen. Autofeuer einstellen. Ah, jetzt sind wir zu spät. Die Idee hätte mir früher kommen müssen. Das kostet uns jetzt, glaube ich, nur Leute. Ich versuch's mal. Vielleicht haben wir Glück. Ah, bis jetzt läuft's noch. Noch zweimal ticken, dann haben wir nur eine kleine Finanzspritze dabei. Es hat sich wieder was geändert, update-technisch. Ich konnte diesmal beim Einloggen. Hey, schön, es hat funktioniert. Wie toll ist das denn? Zu weit weg jetzt, oder was? Ah, jetzt ist es zu weit weg für den Grappling Beam. Ich konnte einen Schwierigkeitsgrad wählen. Zwischen leicht, mittel und schwer. Ich habe jetzt einfach mal Mittel genommen. Da stand dabei, ist ganz gut für Erfahrene und Skills müssen benutzt werden. Mal schauen. Ich denke mal, dass man das hochstellen kann, sollte es jetzt tatsächlich zu leicht werden. Aber gut, mehr Einflussstellenmöglichkeiten sind immer gut. Bisher waren die Kämpfe ja eher bis auf die wirklichen Brocken auch recht schnell erledigt. Allerdings, wir testen das jetzt und dann stellen wir es halt hoch. Ich gehe mal davon aus, dass schwer auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Vielleicht sollte ich direkt auf schwer stellen. Ich schau mal gleich, ob es geht. Dann wissen wir das auch. Dann hat das hier sogar noch ein... Was haben wir denn hier? Eine Fregatte brauchen wir eigentlich nicht. Auch wenn die echt schick aussieht eigentlich. Aber 1,3 Mille, die nehme ich mal lieber so mit. Ansonsten haben wir nicht viel. Die Weite, hatte ich die ausgerüstet? Muss man die ausrüsten? Ich glaube schon. Ne? Irgendwo konnte man das sehen. Und war hier nicht der Slot oder ging das nur in dem Bildschirm? Na, Loadout, genau, da sind sie, die Wing Cobra. Wie schießt man die ab? Das weiß ich noch nicht. Könnte ich vielleicht auch mal eben rausfinden. Ich schaue mal eben in die Optionen rein. Erstmal General, Difficult Level, cool. Stellen wir auf Hard, machen wir. Wenn das nicht klappt, stelle ich halt wieder runter. Ihr seid ja gewohnt, dass mein Raumschiff so ab und zu mal explodiert und das Zeitliche segnet. Sollte ja nicht so das Superproblem sein. Jetzt mal eben schauen. Gibt es einen Knopf für Launch Wing 1, 2, 3, Launch All, Numpad Multiply. Das versuchen wir mal. Abdocken, Gegner suchen, los ist. Da hat sich ja gerade schon ein freiwillig gemeldet, glaube ich. Wobei der schon wieder weg ist. Dann verfolge ich mal den ursprünglichen Plan und werde die letzte Ecke hier noch erkunden. Beziehungsweise die letzte Ecke nicht, aber halt. Diese Ecke hier unten haben wir uns vor, oder habe ich mir vorgenommen. Eine Rescue-Mission. Schön, da fliegen wir doch mal direkt hin. Wir können jetzt alles retten hier mit unserer Hydra. Hatte gerade überlegt, ob das ein guter Zeitpunkt für einen Kopfabschlagespruch wäre, aber nein, ich glaube nicht. Den heben wir uns noch auf. Wenn er so richtig lyrisch klingt. Falls das hier in diesem Weltraumspiel, wo es nicht mal Schwerter oder Köpfe gibt, noch eine Rolle spielt. Aber wir können ja auch Brücken sagen. Wenn uns einer die Brücke zerschießt, wachsen uns zwei neue. So, Energie auf Antrieb ist drauf. Ja, hier läuft alles. Stufe 20 haben wir auch. Kann ich die nicht auch hier starten, die Fighter? Wo ist die Fighter Bay? Da. Oder der Hangar. Hey, da sind schon die Gegner. Wir haben einen Ronin Trivial. Bremsen, bremsen, bremsen. Mach mal die Autofeuer an, während ich hier das Ding mit einem Schuss vernichte. Der war wohl schon angeknackt. Ist der zweite natürlich rausgeflogen. Aus der Reichweite. Es gibt keine Rettungsmission. Ich sah ihn hier nur ab. Ah, da sind sie. Ja, mit Multiplier kann man das hier aktivieren. Da fliegen so unsere fünf Fighter. Und erledigen ganz souverän den Gegner. Die ziehen wir mal. Oh ne, da kommt noch einer. Jetzt habe ich sie schon zurückgezogen, macht aber nichts. Schicken wir direkt nochmal los. Die Taste muss ich allerdings mal woanders hinlegen.
Die hätte ich gern irgendwo, wo ich nicht die Hand von der Maus wegtun muss. So, was ist das Weiße hier auf dem Radar? Das ist nicht das Debris, oder? Oder doch? Der ist der Wegpunkt. Was haben wir hier noch? Irgendwo müsste noch ein Debris sein. Was machen die denn hier? Die explodieren und fliegen mich an. Hey, das ist nicht dein Müll. Der Müll gehört uns alle. Was mache ich denn hier? Ich glaube, die brauchen kein Fuel. Allerdings könnte auch sein, dass die noch kein Fuel brauchen. Ah, stopp. Jawohl. Nee. Wie weit sind wir geflogen? Na, ist schon zu weit um hier. Ein bisschen zu versuchen, das Ding zu verkaufen und zu capturen. Das machen wir mal, wenn wir wieder näher an Raumstationen sind. Im Moment bin ich mit der Schiffswahl auch ganz zufrieden. Ich glaube, das geht so. Können wir die? Ich kann sie gerade nicht wieder losschicken. Sind wir draufgegangen? Hitpoints 0, Wings 1. Die Hitpoints ziehen sich aber wahrscheinlich eher auf den Hangar selbst. Ich kriege hier gerade schon Schaden. Ich will aber jetzt hier auch nicht hacken, um den Buff zu vermeiden. Ich baue mal hier einen Schildbooster und unsere Fähigkeit ein. Und feuer mal vielleicht eine Zeit lang selber. Aus der Sicht allerdings nicht so einfach. Auf jeden Fall der Loot ist wieder ganz. Wir haben ja eine ganz schön gefährliche Ecke, glaube ich, auch erwischt. Was ist das denn jetzt hier alles? Das ist immer noch der W-Punkt. Ah, hier sind tatsächlich Deolikt. Heißt nicht mehr Debris. Haben sich ein bisschen an Starbase angepasst. Ich hoffe nur vom. Oh, und sie explodieren auch direkt. Ist das nicht schön? Ich hoffe nur vom Namen und nicht unbedingt vom dem Verhalten her. Man bringt auch 23 Erfahrungen. Das hat ganz gute Erfahrung gebracht. Ein halbes Level fast. Ja, gut. Dann können wir weiter fliegen. Hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Mission haben wir geschafft. Schilde sind ziemlich down. Ich hoffe mal, wir kommen hier ein bisschen. Okay, wir haben auch nichts umverteilt. Wir waren die ganze Zeit auf maximalen Antrieb, was natürlich kampftechnisch sehr gut ist. Muss man ja auch mal merken. Hülle haben wir halb beschädigt. Nächstes Mal unbedingt umstellen. So leichtfertig sollte ich vielleicht doch nicht damit umgehen. Remote Mining Facility. Ich glaube, da kann man nicht landen, oder? Ich werde es mal versuchen, aber nee, dann wäre hier schon die Anzeige da. Dann geht's weiter geradeaus. Das da oben sieht allerdings schon etwas mehr wie ein Hafen aus. Oh, ich bin schon ganz nervös hier. In 4 Tagen startet die Elite-Beta, in der ich dann auch mitspielen darf. Gespannt, wie das wird. Kleiner Ruckler. Wir haben Taurin Weed, ist die in dieser Region illegal. Das macht uns nichts. Wenn uns einer anspricht, dann geben wir es ab. Wenn nicht, dann verkaufen wir es. Als Schmuggler. Oh, jetzt gibt es ja aber gerade heftig Performance-Einbrüche. Ist ein Nebel in der Nähe? Nö, eigentlich nicht. Was haben wir hier denn? Ein Schmuggel. Ja, nee, nicht absichtlich. Absichtlich nicht. Noch verfolgen wir hier die gute Seite. Sag ich mal. Aber Weltraum sieht schon ziemlich cool aus. Aber das könnte jetzt auch, ich habe ja immer noch dieses Mod drin, das genau das hier so ein bisschen erzeugt. Vielleicht ist das auch mit ein Grund dafür, dass es gerade ein bisschen ruckelt. Das sind ziemlich viele Effekte. Sieht gut aus. Ist auch sehr plastisch, finde ich gerade so. Mit dem Stern dahinter und ja. Das kann man so lassen. Eine Taxi-Mission, die können wir eigentlich mal machen. Dann wissen wir auch, was da unten ist. Wir sind sowieso auf dem Weg in diese Richtung. Hätte ich eigentlich auch mal eben warpen können, oder? Sparen wir uns die Zeit. Ah ja, warum nicht? Komm. Wann benutzt man das schon mal? Wir haben da so viel PNA.
Oh, ich kann nur im bekannten Gebiet. Na, dann spare ich mir das aber auch. Hier raus. Nee, dann so nicht. So nicht. Da fliegen wir lieber. Ach, den Gausswerfer, den wollte ich auch noch ausprobieren. Und dann kommen wir da ja gut. Den Rest haben wir alles schon mal gesehen. Zumindest die Hammerer. Ich denke, dass dieses Ding ja auch nicht so viel unterschiedlich ist, außer es ist halt... Warum kriegen wir denn so viel Bonusschaden da drauf? Wahrscheinlich von dem Commander, ne? Gute Frage. Ich schaue mir das mal eben an. Sobald ich rausgefunden habe, wo man die findet. Target Accuracy, Repair Hold, Credits per Month. Nö. Gut, keine Ahnung. Ach, wir haben... Ah, stimmt. Ich habe ja das erweitert letztes Mal direkt. Die schweren Waffen. Jetzt, wo wir gerade zu viel Geld haben. Ich habe alles mitgenommen, was ich kriegen konnte. Ganz typisch. So, wie sieht es mit dem Hangar aus? Da müssen wir sofort mal eben reinschauen. Ob der noch bestückt ist. Und der Getestete ist an Bord gekommen. Und unser Weed haben wir auch noch dabei. Können wir auch für einen ganz guten Preis abstoßen. Truppen wieder auffüllen. Schauen wir mal eben hier. Ne, brauche ich nicht. Mercenaries gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Zumindest habe ich noch keine gesehen. Unsere Schiffe. Aber eigentlich wollte ich ja mal eben hier ins Load aus. Na, die sind noch da. Hatten wahrscheinlich kein Fuel mehr. Okay. Air Turret. Kann man, hieß das gerade? Achso, nee. Man könnte die erweitern, wenn die nicht schon 3 von 3 hätten. Okay, ich denke mal, dass das vielleicht sogar nochmal kaputt gehen kann oder so. Weiß ich nicht. So, okay. Dann können wir eigentlich unsere... Was gibt es hier für Lizenzen? Oh, das ist doch ganz nett. Das nehme ich auch mal mit. Das heißt, wenn wir Herakorp-Schiffe jetzt finden und übernehmen, kriegen wir da bessere Preise für. Oder wenn wir Herakorp-Schiffe kaufen. Wir arbeiten gerade für die Herakorp, also wenn wir die kaufen. Hat uns ein Level abgebracht. Da gebe ich mal den Skillpunkt direkt aus. Ich glaube, ich mache hier mal weiter. Waffen deaktivieren. Weniger Chance für einen negativen Status. Oh, gehen wir hier lang. So, wo müssen wir ein Taxi da? Vollgas. Können wir hier schon mal schöne Kiffe, schöne Kiffer kaufen. Denn schöne Kiffer sind immer gut, wenn man Filme drin will. Aber ich meinte wohl doch eher Schiffe. Höhlen reparieren. Warum repariert die sich eigentlich... automatisch? Oho. Na, ich sag ja, wenn man uns was abschlägt, dann wächst es eher doppelt nach. Das ist echt ein praktisches... Feinde. Gausswaffen testen. Ich will mich ja nicht ablenken lassen, aber... Alles weg. Hey. Och. Menno. Da sind sie wieder weg. Gibt's doch nicht. So, wie kann ich eigentlich einstellen, dass ich jetzt gleich auch mit dem Gausswerfer... Ich denke, das hängt nur davon ab, ob das der Gegner vor mir ist oder nicht, ne? Aber mit dem Schiff würde sich Mining vielleicht auch mal ein bisschen mehr lohnen. Da wir doch etwas mehr Cargo hier schleppen können. Wobei, an einem Frachter kommt es natürlich nicht ran. 90. Ah, müssen wir mal gucken. Vielleicht hole ich mir dann auch noch mal als nächstes dann etwas mit etwas mehr Laderaum. So, was haben wir? Ich glaube, da kann ich mal einfach... Ich versuche mal einfach hier abzuschießen. Da fliegt Gauss. Und sehr mächtig tötet sofort. Die kleinen Schiffe zumindest. Ui, das war jetzt aber tatsächlich auch ein ziemlich guter Treffer, würde ich sagen. Also die drei haben wir jetzt ja quasi... Einer lebt noch. Die zwei waren nix. Die Relikt habe ich noch ausgewichen. Hol mir das mal direkt erst, sonst muss ich es gleich suchen. Was sagen denn unsere Schilde? Können wir das überhaupt? Oh.
Das ist vielleicht nicht so die beste Idee, jetzt hier raffgierig zu sein. Vor allem, weil ich das Ding nicht treffe. Nein! Fliegt das vor meiner Nase rum, kann das? Okay. Kümmern wir uns erst um die Gegner. Hau mal einen Booster rein. Was sind das denn überhaupt für Gegner? Hey, nicht so gemein. Da darfst du. Was ist das? Trivial? Gut, der hat sich erledigt. Och, da kommt noch einer. In der Bruderschaft. Bei der Ghost-Hit hat enorm lange Nachladezeit. Aber es war mir ja klar. So. Und noch einer, oder? Tatsächlich, hier geht's aber gerade ganz schön ab. Dann noch ein Booster an unsere Fähigkeit. So, ich drehe mich mal nach hier. Gehe mit der Türtür auf die hin und schau mal, ob ich dann die den Hammerer. Ah ne, jetzt habe ich den draus wieder abgeschossen. Auf ein kaputtes Target. Natürlich auch sehr praktisch. Würde mich trotzdem interessieren, wie ich den hier abschieße zum Beispiel. Eigentlich müsste ich da doch nur flankieren. Um zum gewünschten Erfolg zu kommen. Flankieren ist viel einfacher, wenn man weiß, wo der Gegner ist. Ach, jetzt ist der auch weg. Da brauche ich nur Loot sammeln. Der Rest wäre Zeitverschwendung, beziehungsweise Materialverschwendung. Also brauche ich ja keine Raketen mehr hinschießen. So. Und go. Bald haben wir es geschafft. Mit kaum Unterbrechung. Laderaum. 43. Oh, Hälfte schon wieder voll. Auch sogar ein paar wertvolle Sachen dabei. Die Suites sind immer ganz gut. Rüstung und Armor und sowas. Das kommt gut, da sind schon wieder drei. So, ich schaue mir jetzt erst an, was das hier für eine Station ist. Würde mich jetzt auch gerne. Obwohl, jetzt haben sie uns angeschossen. Jetzt ist es persönlich. Schildbooster, muss ich mal die Augen offen halten, ob ich mir da nicht nochmal ein paar kaufe. Die sind echt gut. Also der Rest ist wahrscheinlich auch gut. Ich benutze den nur nie. Ronin. Alles so 40 Crew. 45 Crew. Schon wieder ziemlich weit weg. Ich schmeiß nochmal einmal an. Ich kann gar nicht. Oh, die haben aber gut Reichweite. Hier ist ein befreundetes Schiff draufgegangen. Na, das ist aber tragisch. Das werde ich mal besser alles mitnehmen, bevor es den Piraten in den Händen fällt. Zu langsam. Ah, die Geschwindigkeiten im Spiel könnten ruhig alle noch so ein Tickchen höher sein, finde ich. So, wo ist denn jetzt der 45er? Den macht 25 Crew. Wie weit sind wir denn? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Warum bin ich denn da? Wo ist der Planet? Ist der hier? Egal. Egal ab. Na, machen wir hier noch einen Gauss. Oder auch nicht. Ich kann ja nur hinterher fliegen und Loot einsammeln. Ich meine, es gibt Tragischeres. Ja, ich denke, ich nehme dein Profil, wenn ich wollte. Ich treffe hier wieder nichts. Ein bisschen mehr Energie auf die Waffe. Oh, der gibt ja, da gibt ja noch einen. So, den haben wir. Den habe ich schon fast einmal getroffen. Aber mit der starken Waffe hat zumindest den Vorteil, dass man die Derelikte nur einmal treffen muss. Kampf hier manuell machen. Geht ja auch ganz schön gut. Wow, fantastisch. Also der Schaden ist echt gut. Ich bräuchte ich viermal. Wow. Hab ich das jetzt schon getroffen? Ja, ne? Ja. Es explodiert, spuckt aber nichts aus. Hat das nicht gereicht? Oder war nichts drin? Oh, das ist ein Asteroid.
Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Jede Folge ein Flug irgendwo hin. Wenn man alle Gegner mitnimmt, dann ist man echt beschäftigt. Aber es gibt Erfahrungspunkte. Deswegen bauen die meisten Leute wahrscheinlich in so Weltraumspiele keine Erfahrungspunkte rein. Was so unheimlich viel ablenkt. Da kommen schon die nächsten wieder. Jetzt fliege ich aber erst durch. Höhle hat sich fast schon wieder. Vollkommen. Repariert. Oh. Jetzt ausgerechnet werden wir angehalten. So nah an der Station mit zwei illegalen Waren an Bord. Zumindest in dieser Region illegal. Die würde ich aber gerne mitnehmen. Haben wir einen Speedbooster? Ja. Den benutze ich mal. In der Hoffnung, dass wir da ankommen, bevor wir kontrolliert werden. Ein bisschen so fliegen. Okay, ja gut, jetzt könnten wir wieder schnell reisen, aber ich denke, das brauchen wir jetzt für die letzten 1000 nicht mehr. Fast da, fast da. Wir machen uns auch als Schmuggler ganz gut. Wir können für das Gute arbeiten und gleichzeitig ein bisschen schmuggeln. Wir sind natürlich nette Schmuggler. Wir schmuggeln nur zum Leben notwendige Sachen wie Rifters. Das ist recht selten. Oh, das ist eine Droge. Kein Wunder, dass es illegal ist in den meisten Gebieten. Ja, das bringen wir natürlich hier zum Entsorgen hin. Was war das andere noch? Das andere hatten wir letztes Mal auch schon. Irgendwie Weed. Taurin Weed. Ist es das, was wir glauben? Deshalb ist sehr nahreich. Ja, aber ich denke, es hat ähnliche beruhigende Eigenschaften hier, wie es hier so schön heißt. Ja, weg damit, komm. Das wollen wir uns nicht länger als nötig hier. Aha. Ja, warum nicht? Warum finde ich denn sowas jetzt erst? Eine Lizenz, die uns 1000 Dollar im Monat einbringt. Damit haben wir die Kosten für unsere Crew ja schon fast gedeckt hier. Haben wir die nicht sogar gedeckt? Ich schau mal nach, was die so kriegen. Die kriegen ein bisschen mehr, aber der bringt ja auch nochmal 3000. Also, wir machen auf jeden Fall jeden Monat plus. Nur warten. Das nehmen wir auch unsere Finanzen. Ich glaube, das hat wohl jetzt... Und tatsächlich ist der Graf... Doch, der Graf ist tatsächlich wahr, ne? Nicht schlecht. Unser Einkommen ist echt mittlerweile schon ganz erträglich. So, der Planet, der müsste eigentlich noch hier irgendwo sein. Ich würde mal sagen, das ist ein Ziel für die nächste Folge. Dann haben wir die Ecke hier durch. Obwohl, er könnte auch hier gewesen sein. Ich schaue das, glaube ich, nochmal nach. Was haben wir denn sonst noch so an Gebieten? Hier oben ist noch eine ganz schöne Ecke. Und ich glaube, dann haben wir so langsam auch fast alles in der aktuellen Beta gesehen. Wird Zeit, dass so mal die ersten Storybrocken oder vielleicht ein paar mehr zufällige Missionen dazukommen. Okay, gut. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Für diese Folge verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Euer Schumbock.